Servus Leute, ja, heute soll es um ein Thema gehen, das mich ehrlich gesagt schon jahrelang beschäftigt und auch ein bisschen belastet. Vor jetzt fast 9 Jahren ist dieses Buch, also der erste Teil dieser Trilogie erschienen. Den habe ich damals gelesen, also das dürfte dann jetzt 8,5 Jahre oder so, schätze ich mal, her sein. Ich habe mich damals durch das Buch eher durchgequält. Deswegen habe ich dann auch den zweiten und den dritten Teil nicht mehr weitergelesen und ja. Dachte mir, muss ich einfach nicht haben. Über die Jahre habe ich dann einige Rezensionen diese Bücher gehört, gesehen, gelesen. Und immer wieder gab es da auch ganz begeisterte Fans dieser Bücher, die ganz, ganz toll gefunden haben. Und so dachte ich mir jetzt irgendwie über die Jahre, vielleicht habe ich ja der Geschichte Unrecht getan. Und sollte ich vielleicht doch nochmal einen Versuch machen und die Geschichte nochmal lesen? Ja, und so habe ich mich jetzt vor kurzem dazu entschlossen, ich lese den ersten Teil einfach nochmal. Ich habe die beiden anderen Teile, interessanterweise habe ich vor Jahren schon mal gekauft, weil ich mir dachte, ich muss jetzt die Trilogie doch zu Ende lesen. Und irgendwie kam es dann nie dazu, weil irgendwas hat sich innerlich in mir gesträubt, da weiterzulesen. Aber ja, ich habe mich jetzt dann doch wirklich entschlossen dazu, dachte mir, nein, du liest es jetzt. Und so habe ich jetzt mir diese Trilogie doch mal gegeben. Ja, hier hinter mir seht ihr die drei Bücher, ihr erkennt es vielleicht. Es ist die Reckless Trilogie von Cornelia Funke. Bestseller-Autorin, Autorin von Tintenherz um was geht's in der Geschichte? Es geht um ein Brüderpaar, um Jacob und Will, Reckless, deren Vater eines Tages plötzlich verschwindet. Und einige Zeit später oder Jahre später, ich glaube, findet Jacob, also der ältere der beiden Brüder, findet im Arbeitszimmer in einem Buch versteckt eine geheime Notiz seines Vaters, mit deren Hilfe er entdeckt, dass der Spiegel, der im Arbeitszimmer seines Vaters hängt, eine Art Durchgang, ein magischer Durchgang in eine Art Märchenwelt ist. Ja, in der Märchenwelt, da gibt es Zwerge und Feen und alle mögliche Fabelwesen. Jacob beginnt in diese andere Welt immer öfters hinüber zu steigen und verschwindet da für Wochen, manchmal auch nur für Tage und manchmal für Monate, verschwindet er in dieser Spiegelwelt, in dieser magischen Märchenwelt und erlebt dort Abenteuer und lässt sich dort zum magischen Märchenschätze Schatzsuche ausbilden. Ja, einige Jahre später kommt ihm, als sie beide schon
die beide Brüder schon im Erwachsenenalter sind, ihre Mutter gestorben ist. Ja, da kommt ihm sein kleiner Bruder auf die Schliche und folgt ihm in diese Märchenwelt. In dieser Märchenwelt, da herrscht aber zu der Zeit schon Krieg mit einem mit komischen Wesen. Also die Menschen kämpfen da gegen die sogenannten Goil. Und diese Goil, die werden unterstützt von der schwarzen Fee. Diese hat einen Fluch ausgesprochen, dass wenn du von so einem Goil verletzt wirst irgendwie, dann verwandelst du dich auch in einen Goil, einen Menschen-Goil. Ja? Und tja, das passiert eben dummerweise dem kleinen Bruder, dem Will. Und so macht sich eben Jacob mit seiner Partnerin, mit Fuchs, ja, hübsche Rothaarige, die sich in, ja, deswegen heißt sie Fuchs, in eine Füchsin verwandeln kann. Ja, und so ist sie eben einmal Mensch, einmal Fuchs oder Füchsin und hilft Jacob eben bei seinen Abenteuern. Ja, und so begeben sie sich auf die Reise zu der Schwester dieser schwarzen Fee, zur roten Fee, und wollen ja, eben herausfinden, wie sie diesen Fluch, den Will abbekommen hat, wie sie den brechen können und eben verhindern können, dass sich Will in einen Goil verwandelt. Ja, das ist so mal die Grundstory. Später in den weiteren anderen Teilen kommt noch ganz viel andere Elemente dazu, andere Länder, die Welt wird ein bisschen größer. Ja, ganz die unterschiedlichsten Wesen kommen dazu. Ja, ich habe mich durchgekämpft durch diese Geschichte und ich muss ehrlich sagen, ja, grundsätzlich wäre die Geschichte jetzt, ja, nicht der Brille, aber oh, okay. Hm. Sagen wir mal ausreichend. Ja. Ausreichend. Ja, ist jetzt einfach, ja, musste nicht, aber wenn's gelesen hast, boah. Bei mir ist ehrlich gesagt in der ganzen Story, in der ganzen Geschichte, die ganze Welt, auch wie es geschrieben ist, das ist halt so dahin geplätschert. Und selbst die Elemente, die eigentlich spannend hätten sein müssen, ja, die haben mich irgendwie nicht so abgeholt. Es ist ganz, ganz, ganz okay geschrieben an sich, sprachlich okay, aber eben die Story war eigentlich immer nur halbwegs cool. Ja, wenn irgendwie Fuchs mit agiert hat. Das war ein ganz netter Charakter. Dieses Mädel, das sich von in die Füchsin und in ihr Menschen-Ich verwandeln kann und Jacob Reckless hier bei seinen Abenteuern unterstützt hat und immer mal wieder aus der Scheiße gerettet hat. Das war ein cooler Charakter und das war so der einzige wirkliche Lichtblick in der grundsätzlichen Story. Die wäre nicht der Brille, aber boah,
kann man, aber muss man nicht gelesen haben. So. Ist jetzt nicht, ist nicht schlimm, dass das, wenn du das gelesen hast, ja. Ne? Und das ist das, das Ding, dieses grundsätzliche Problem, das ich an der Story habe. Das ist die Tatsache, dass diese Goyl, ja, diese Wesen, die durch den Fluch, wenn sie dich verletzen, dich in einen von sich verwandeln können, dass diese Goyl aus Stein sind. Ja, deswegen heißt auch der erste Teil Steinernes Fleisch. Tja, das war schon mal grundsätzlich das, was ich mich damals, als ich das, den ersten Teil, dieses Steinerne Fleisch, das erste Mal gelesen habe, glaubt der Hauptgrund, der mich an dieser Geschichte gestört hat. Okay, jetzt habe ich der ganzen Geschichte nochmal eine Chance geben wollen müssen, irgendwie für mich selber. Und so dachte ich mir, okay, vielleicht gibt es für die Tatsache, dass diese Goyl aus Stein sind, eine, ja, irgendeine wichtige Begründung, warum die jetzt aus Stein sind oder irgendwie, ne, wisst ihr, so. Ja, und so habe ich eben den ersten Teil nochmal gelesen und jetzt den zweiten und dritten. Und ich musste feststellen, ja nö, es gibt keinen Grund, warum die Goyl jetzt aus Stein sein hätten müssen. Also diese Tatsache, dass die aus Stein sind, hat der ganzen Geschichte schlicht und ergreifend überhaupt keinen Mehrwert gegeben, zwecks irgendeinem Geheimnis oder einer spannenden Windung und irgendwie so. Nö, die sind einfach nur aus Stein. Ja, aber Cornelia Funke hat es jetzt, die Tatsache, dass die aus Stein sind, irgendwie toll, magisch, noch irgendwie begründet oder so? Nö, hat sie auch nicht. Ja, die sind einfach nur mal aus Stein. Ja, und warum? Ja, keine Ahnung, fragt Cornelia Funke, warum die jetzt aus Stein haben sein müssen. Ja, um den Titel Steinernes Fleisch, aber ja, jetzt ist es halt anders genannt. Und das ist eben dieses grundsätzliche Problem, das ich eben mit der ganzen Geschichte, mit der ganzen Trilogie habe. Und das ist ein grundsätzliches Problem, das eigentlich einem guten, vor allem einem Bestseller-Autoren wie Cornelia Funke eigentlich echt nicht passieren sollte. Wenn du kreativ, hey, super, geil, nichts Besseres als wie ein kreativer Autor, Autorin, ja, super. Aber dann musst du tunlichst es schaffen, deine Geschichte, deine Idee Leben einzuhauchen. Merkt euch das als Autoren. Ich meine, ich bin selber jetzt kein Autor. Ich bin aber ein Vielleser und das Ding ist, wenn du, ich meine, hey, ihr müsst auch nicht übertreiben. Ihr müsst jetzt nicht so wie Tolkien 36.000 Jahre an Mittelerde Vorgeschichte erfinden und noch 5 oder 6 Sprachen euch dazu ausdenken und erfinden, nur um der Hobbit und der Herr der Ringe schreiben zu können, weil er ja so eine kleine Welt mit Leben erfüllen wollt. Das müsst ihr nicht, aber ihr müsst, wenn ihr so eine Idee, steinernes Fleisch,
in eure Geschichte irgendwie einbauen wollt, ja, dann müsst ihr verdammt nochmal das irgendwie begründen können, oder das muss irgendeinen Storytelling-mäßigen Mehrwert für eure Geschichte haben. Und das hat die Tatsache, dass die Gäul aus Stein sind, eben überhaupt nicht. Ich habe das so gehofft, dass irgendwie das sich noch klärt, warum die jetzt aus Stein sein müssen. Und bis zum Schluss, ja, nix. Ja. Wenn die jetzt, wird man jetzt sagen, okay, zum Beispiel, diese Gäul sind, waren früher mal Menschen. Ja? Und die sind irgendwie vor 2, 3, 5 oder wie viel tausend Jahren sind die unter die Erde als Bergleute irgendwie unter die Erde gegangen und haben dann eben ein paar tausend Jahre unter der Erde gelebt und von mir aus haben sich die dann evolutionsmäßig weiterentwickelt und bla, und jetzt durch ihren neuen König sind sie wieder an die Erdoberfläche gekommen und haben jetzt gegen die Menschen Krieg geführt. Ja, dann wird sich aber, wenn das so wäre, wird sich null, aber auch gar nichts an der Story ändern. Denn ja, die schwarze Fee könnte immer noch irgendeinen Fluch aussprechen, bei dem sich dann, wenn du durch so einen Gäul verletzt wirst, du dich in irgendwie so ein komisches Bergmonster oder irgendwie so verwandelst. Ja? In eben einen Gäul, wie auch immer die aussehen mögen dann. Ja? Aber ja, dazu brauchst du die nicht irgendwie aus Stein sein zu lassen. Und wenn du die dann aber aus Stein, du willst jetzt unbedingt als Autor kreativ sein und willst irgendwie was Krasses raushauen, so, und ey, geile Idee, ich lasse jetzt diese Wesen aus Stein sein. Ja, dann, ja, dann begründ's. Dann begründ deine Idee, warum sind die aus Stein, warum? Aus was für einem Grund? Was ist der Mehrwert an der Tatsache, dass du diese Wesen jetzt aus Stein sein lässt? Ja, dann musst du es irgendwie begründen, weil einfach nur, ich meine, Fantasy ist ein dehnbarer Begriff, ja. Du kannst die geilsten, und das ist ja das Schöne an diesem Genre, an Fantasy. Du kannst deine Fantasie alles irgendwie erschaffen lassen. Ja? Aber wenn du die geilste Idee und du hast und du irgendwie richtig geil was erschaffst, dann braucht es diese Idee braucht Leben. Ja? Und wenn du die eben nur einfach so in den Raum stellst, ohne die begründet zu haben und ohne die mit Leben erfüllt zu haben, ja, dann macht es deine Geschichte eben im Gegenteil, das macht deine Geschichte nicht irgendwie boah, besonders kreativ oder irgendwie so, sondern das macht deine ganze Geschichte kaputt. Wisst ihr, ich habe wirklich gehofft, dass sich das dann zum Schluss noch erklärt. Später tauchen auch noch die richtig eigentlich interessante Wesen auf, die sogenannten Erlelfen, bei denen man ja rausfindet, dass die irgendwie noch die Fäden in der Hand halten, und irgendwie hofft man dann auch noch irgendwie auf einen spannenden Schluss diese Trilogie, aber selbst da bin ich ehrlich gesagt enttäuscht worden ohne Ende. Selten so, ich war
über ein Ende selten so enttäuscht, weil das ist, kennt ihr den Spruch, das geht aus wie das Hornberger Schießen, denn genau das trifft auf dieses Ende zu. Das ist so das belangloseste, verdammte Ende, das ich jemals gelesen habe, irgendwie. Das ist so, ach ja, ach, ja, und jetzt? Toll. Ja, genau so geht das Buch aus. So, toll. Und wie gesagt, ich habe mich da echt durchgekämpft und habe bis zum Schluss noch irgendwie die Hoffnung gehabt, dass ich das doch noch irgendwie die Kurve kriegt und irgendwie das Ganze begründet wird und so. Aber das bleibt so belanglos bis zum Schluss und das wird nichts begründet. Und ja, und mich hat's ehrlich gesagt mit der Zeit hat mich das immer mehr geärgert, weil je länger das irgendwie dann, und dann ist die Tatsache, dass diese Gäuel aus Stein sind, kommt, das zieht sich ja durch die ganze Trilogie und wird immer wieder aufgegriffen und so. Wäre das vielleicht ganz am Anfang nur mal so ja, eingebaut gewesen, hätte man das vielleicht bei den anderen Teilen vergessen, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, aber das kommt immer wieder auf und es nervt mit der Zeit einfach nur noch so weit, dass ich echt, ich hätte manchmal am liebsten die Bücher in die Ecke gedonnert und weggeschmissen, weil es mich irgendwann so aufgeregt hat, aber ich wollte dann der Geschichte trotzdem gerecht werden und habe dann weitergelesen und mich da durchgekämpft. Aber das hat es ehrlich gesagt nicht wirklich besser gemacht. Ich hätte vielleicht, wenn das nicht dabei gewesen wäre, hätte ich vielleicht 5 oder 6 Punkte gegeben. Was bei mir, glaube ich, umgerechnet wären es dann 3 Sterne oder irgendwie so und wären ausreichend. Aber eben mit der Tatsache, mit diesen steinernen Gäuel und weil mich das so dermaßen an dieser Geschichte gestört hat, gibt es tatsächlich nur 3 Punkte, das sind auch nur 2 Sterne und umgerechnet ist es ein mangelhaft. Und es ist tatsächlich mit die schlechteste Bewertung, die ich jemals gegeben habe, ja, hier mal rausgehaut habe. Es hat wohl auch schon Bücher gegeben, ja, die ich vielleicht sogar noch schlechter oder ähnlich schlecht bewertet habe. Aber dazu habe ich dann ja kein Video gemacht. Ja, weil ich mir ja denk, boah, schenkt er das. Aber das, wie gesagt, diese Reckless Trilogie, die hat mich jetzt ja fast 9 Jahre irgendwie belastet und jetzt musste ich einfach mal, nachdem ich das beendet habe, die Trilogie, auch ein Video dazu machen. Ja, mehr als 3 Punkte, ein mangelhaft und 2 Sterne gibt's dazu nicht. Ja, aber Gott sei Dank gibt's da auch andere Bücher, die viel tausendmal besser sind als das. Und falls ihr ein Fan von der Reckless Trilogie seid, bitte verzeiht mir, das ist meine eigene subjektive Einschätzung und ja, die habt ihr ja gehört, die habe ich begründet. Ja,
In diesem Sinne, zum Glück gibt es auch bessere Bücher. Lest mal wieder was. Ciao.